Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Hochgriff Marsch. Wir haben jetzt Sommer, ersten Tag, also in der ersten Jahreshälfte. Anfang, oder der frühe Sommer. Und wir machen aktuell in unserem Wald die Stumpen weg. Weil auf den Feldern geht noch nichts, da ist noch nichts reif, da ist nicht gewachsen weiter. So dass wir düngen könnten oder Unkraut bekämpfen könnten. Das wollte ich nicht heute früh, am Anfang der Folge, der anderen Folge. Und darum ein bisschen warten. Und wenn Unkraut nicht gemacht wird, ist auch nicht so tragisch. Das ist nicht allzu viel, also ein paar kleinere Flecken. Düngen muss man ein bisschen warten, bis das gewachsen ist, dass wir sagen können, na jetzt können wir düngen. Ich denke mal, das ist morgen der Fall. Wenn das Wachstum kommt. Wenn alles klappt, werden wir heute noch 200 Bäume pflanzen. Am heutigen Tag im Spiel reden wir davon. Obwohl ich eher kein Freund bin von Bäume pflanzen im Sommer. Einfach trocken. Im Normalfall wird es ungünstig sein, also man müsste schon massiv bewässern. Ne? Die Stumpen hier. Die nächsten wir pflanzen an einer Reihe, das geht dann einfacher zum Arbeiten. Und wenn wir mal einen übersehen sollten, auch nicht so schlimm. Viel Schlimmeres. Hoffe, der Ton passt. Das ist, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Weil, was ich höre, ist aber eine andere Geschichte, was später in der Aufnahme zu hören ist. Nun mal auch eine Anzeige verlassen. Und danach ist es einigermaßen laut genug. Später von den Gerätschaften und ich sollte auch zu hören sein. Und die Hintergrundmusik sollte alles nicht so laut sein.
Ist die kleine Fläche auch fertig. Dass hier auch weggeht, das Schild hier. Das wäre ein Ding, ne? Gebäude löschen. Hier vorne war noch eine. Hier werden wir ungefähr 3 Reihen oder 4 Reihen pflanzen. Da hinten haben wir noch gleiche. Mit ausreichend Abstand. Von 3 bis 4 Meter ungefähr. Den genauen Abstand weiß ich jetzt nicht, ob das schon mal wächst. Das ist ein Risiko. Jo, die Bäume gehen so hin, ne? Jetzt wisst ihr, warum wir noch keine Bäume gefällt haben, groß. Wo die Nacharbeiten so lästig sind, in Anführungszeichen. Man eine größere Maschine haben. Hier können wir keinen einstellen, keinen Helfer oder so kriegen. Da wollen wir allein machen. Aber die Stumpen müssen ja weg, sonst ist ja nachher später, wenn nachher den nächsten Mal Bäume gefällt werden, die jedes Mal, wenn du weiterfährst, hackst irgendwo fest, mit dem Rad oder mit dem LKW, ist ganz schlimm nachher. Der Holzvollernter, der geht noch gut durch, aber die anderen, die wollen ja nicht. Noch Kaffee. Prost. Wenn wir Pech haben, jetzt haben wir
Sommeranfang. Also morgen können wir garantiert noch nicht ernten. Ich glaube, 14 könnten wir vielleicht ernten. Das wäre vielleicht möglich. Dann könnte man da gleich hinterher Gras ansehen. Und wenn dann zum Herbst nochmal Gras ernten. In der Hoffnung, dass es im Frühjahr normal wächst, dass wir das zweite Mal ernten können. Das sind immer fleißig in der BGH, apropos BGH. Die Haare noch verballen. Das müsste jetzt eigentlich Kühe gucken, ganz kurz. 29. Puh. Ja. Gut. Naja, im Testfall habe ich schnell Verlauf lassen. Phoenix Truck C, was ist der eine Traktor muss das sein, LKW. Und der muss bei der BGH stehen normalerweise. Genau. So. Dann müsste ich mal ganz kurz gucken, ob die schon reif sind, also durchgegärt sind. Das ist Silage. Das ist Silage. Ob die Silage ist, weiß ich nicht. Warten wir wieder ab. Die waren nämlich. Da stehen ein paar rum. Das ist auch Silage. Gut, dann haben wir das geschafft. Ich hatte ja ungefähr gedacht, um 10 ist es fertig. Wir läuft um 17 Uhr. Ungefähr nochmal aufladen und dann geht gleich hin zum Trigger und dann geht er rein und dann geht er, kann es gibt's Geld, wenn wir wissen ausgleichen die Ausgaben hier. Wenn den LKW voll machen und ja. Ich komme gleich gut rum hier. Ich würde noch rangieren. Voll? Voll. Wollen wir ein paar reinstellen, denn kann er ja arbeiten, ne? So ist das Prinzip optimal, das kann eine Weile arbeiten. Naja, optimal wäre noch komplett voll wäre. Aber das geht schon. Jetzt fahren wir schnell zu anderen BGH. Dann kann er im Prinzip bis morgen. Und morgen früh schauen wir neu nach. Brenner mir gerade kurz rüber, wenn noch Höchstgeschwindigkeit. Ist gewachsen. Aber wenn er sie keimt, das muss man sehen. Hier sind die Felder 2 und 14, 2, 2 und 14 und die 15, die haben wir praktisch vorher ausgesät. Die 14 ganz zuerst haben wir gleich gekauft. Auf Wunsch von Justus. Grüße gehen raus. Und jedenfalls, die sind zuerst gekeimt und auch schon im Wachstum etwas fortgeschritten. Das heißt, wir können bei der Ernte nachher entsprechend stufenweise ernten und damit keinen Stress.
Mal sehen, was die uns BGH heute rausspuckt. Heute Morgen. Heute und morgen. Und dann entscheiden wir, ob wir noch ein Feld kaufen. Auf der 16. des Raps. Wenn ich richtig gesehen habe. Kostet auch eine gute Million, ne? So. Na, nochmal aufladen. So, hat er zu tun. Die gute BGH. Dann können wir den LKW aber hier stehen lassen und beim nächsten Mal gleich wieder aufnehmen. So. Können wir weiter Stumpen fräsen. Ja, da können wir noch hoffen, dass es morgen früh besser wird. Das ist ein Problem. Und ich kann bei Sauberkeit nichts machen, da ist nichts zu sehen. Wenn ich da was machen könnte. Also die ersten Beinstelle sind ja von Castor, die wären nicht schmutzig. Warum auch immer. Alles versorgt, auch alles geklappt. Hier ist auch nichts anderes geworden. Hier, Schilfrohr durch. Ja, das macht nichts, das ist nur optisch. So, den Kühen geht es hier auch soweit gut normalerweise. Und hier ist auch kein Schmutz zu sehen. Ja. Gut, ist auch nicht zu sehen. Na ja, gut. Mal gucken. Gülle bist. Nix. Oh, guck mal, sie ja nicht so tief, aber da wird eher sterben. Schauen wir mal. So, wo ist unser. Ja, die Wiesen wären schon noch da. Gut, die BGH arbeitet immer. Das nächste, was wir machen werden, ist hier Düngen. 13 auf die 1 und auf die 27. Aber das wird morgen früh passieren. Aber mein Testlauf und die Kühe wäre gesund geworden. Nehmen an, dass es zum Morgen besser wird. Wenn nicht, können wir auch nichts machen. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Ställe alle für Season ready sind. Das heißt, dass sie die Umwelteinflüsse auch so entsprechend. Also im Winter werden wir sehen, ob die innen drin weiß werden. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir da was noch tun. Dass wir uns andere Ställe besorgen, die dann season ready sind. Aber dann machen wir uns Gedanken, wenn Winter ist. Jetzt haben wir aber Sommer. Und
Da lange Folgen zu machen ist alles schön gut. Kommt mir voran. Aber ein Hochladen mit den Daten, ja, okay. Dauert halt ein bisschen länger, ne? Ist auch nicht schlimm. Hinter dem Deich ist das Meer. Nordsee. Ich sowas könnte wirklich ohne Karte anfertigen, aber ich kann sowas nicht. Dann würde ich dafür von Google so einen Ausschnitt nehmen von was, was reell ist und dann ungefähr die gleichen Abmaße entsprechend einzeichnen. Die Straßen so, aber ich kann sowas nicht. So, ich hab noch Kamera. Okay, alle. Nehmen wir anderen. Der wird schon kalt, aber das macht nichts. Da liegen noch Stämme. Da müssen wir aufpassen. Die fräsen noch ganze Bäume weg. Da müssen wir mit dem LKW herfahren und die holen. Anhänger ist da. Müsste nur einen Dolly haben. Aber da kann ich lieber LKW holen. Ein LKW rangiert sich besser. Oh, die Folge zu Ende. So, meine lieben Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch morgen wieder reinschaltet. Dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis morgen gleich. Ciao, tschüss.